Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 192 auf Insane. Ja, Stefan ist gerade am Wackeln, der hat Hummel im Arsch. Wir wollen looten gehen, das heißt, wir machen, da ist ja unser Händler direkt nebenan. Wir machen jetzt das Haus, würde ich sagen, gegenüber, dass wir das auch immer haben. Und dann arbeiten wir uns weiter in die Stadt rein. Okay? Okay. Gut. Herr Steinewerfer, kommen Sie. Da drüben ist übrigens auch ein kleiner Garten, ne? Aber das ist, glaube ich, das Haus von Grace. Ja, dann. Oh, ich habe das Auto gar nicht gelootet. Gibt's ja nicht. Stefan, du hattest die Schaufel, ne? Ist doof. So. Ja, halt mir alles ab, was mich beißen kann, und ich hole mir das Material. Ja, ich würde sagen, Marek hoch. Nehme ich vorher die Steine ab. Du hast doch die abpasst, oder? Oh, ich häng fest. Da ist eine Treppe. Ach. Sag nicht. Ich glaube, hier geht's, glaube ich, rüber ins Haus, ne? Ja. Also hier oben ist niemand. Hallo, niemand. Hallo, niemand. Marek, möchtest du die Mod für den Cowboy-Hut für deinen. Für deinen Dingshelm haben, dann lege ich die hier rein. Ich trage immer gerne Hüte statt diese Helme. Bitte? Ich trage immer gerne die Hüte statt diese Helme von optischen. Ja. Schöner aus. Das sieht immer besser aus. So, unten habt ihr die Schränke und alles gelootet, ja, ne? Ja, dann ab ins Häuschen. Oh, das weckt, glaube ich, ein paar Erinnerungen, dieses Haus. Und nicht unbedingt gute. Hier ist direkt ein Schrank. Sollen wir mal öffnen? Und? Freunde? Ich hoffe, von oben kommt jetzt keiner runtergefunden. Ja, wie das ja aussieht, kann das gut möglich sein, dass er da runter oben kommt. Ja, da oben ist auf jeden Fall noch Loot. Da sitzt einer. Oben oder hier unten? Unten. Ja, direkt in der Ecke hier. Ja, jetzt steht er auf. Hallo, er möchte mich hauen. Hat das Dach fallen lassen. Wir haben ihn abgeschlagen. Hurra. Oh, ein Bergbauhelm. Ja. Mit Licht. Ich würde ihn ja Hallo. nehmen, ne? Normalerweise. Nee, behalte mal. Ich gebe dir den sehr gerne, Tana. Würdest du nicht haben? Ja, warte, ich will Er dir nimmt nur eben. nur die Mod raus. Was? Er nimmt vorher nur die Mod raus. Bitte schön. Ja, aber die sind ja normalerweise immer mit Licht. Außer wenn du halt den das selber Ach, rausnimmst. das Bergbauhelm ist ein Mod. Ah, ich dachte, das gibt's hier gar nicht mehr als Helm. Ja, in dem Helm, den ich habe, kann ich den benutzen. So, Ja, danke. mal eben Zombie in die Zwischenablage gehauen. Was ist das denn? Ja. Der springt schon wieder nicht, meiner. Alter, ich komm da nicht dran. Kommst du dran? Ja, ich habe es irgendwie gerade auch gehabt. Ich hatte es auch ganz kurz und dann habe ich es wieder gelassen. Komm schon, du weißt, dass du es kannst. Gut, Stefan. Da ist gleich einer im Gebrochen, Weg. der hat abgebrochen. Was? Ja.
Er hat abgebrochen, der Sack liegt jetzt nur da drinne. Oh, wow. War sowieso ja. Nur oh. Ganz hinten kommt noch einer. Hey! Halt! Nein! Au! Pass auf hinter dir, Stefan. Gut, Sauko. Was ist denn? Oh. Lebt ihr noch? Ja. Noch. Hurra, sie leben noch. Einer aufs Dach vielleicht noch? Eine Handtasche war es denn, ne? Gut. Ja, yeah, rein Fatzig. Ja, an der war mal, glaube ich, dran. Alter Schwede. Sieht einer was? Ich sehe im Bett. Ja, im Bett sehe ich auch. Und ein riesiges Loch in der Wand. Ja, ein anderer ist zu die Tür. Na dann. Nix. Da drüben die Tür ist offen. Genau um die Ecke ist er. Genau um die Ecke. Ich habe. Oh. Mach ich auf das. Danke für die Hilfe. Guten Tag. Stefan, wo warst du? Ja? Essen. Oh, das hört sich noch viel an. Jo. Alter, wie bin ich erschrocken? Ein tiefer gelegtes Badezimmer. Auch Sand. Glaube ich, runter, ne? Möchte jemand Laufschuhe? Was? Laufschuhe? Ich würde sie nehmen, weil ihr habt hier schon die verstärkten Schuhe. Ne? Dankeschön. Sag mal, muss man da nicht irgendwie rein? Wir müssen erst runter. Ja, vielleicht kommt man von unten auch da irgendwie wieder. Da liegt noch, glaube ich, ein Dings von dir. Ich glaube, wir müssen erst in den Keller und dann wieder hoch. Warte mal. Ich sehe nix. Ah, hier links steht einer, Marek, wenn du den triffst. Hier. Mach da auf. Hinter diesem Stachelbar auf. Wenn du den hier, guck mal hier hin, Marek. Da steht direkt einer hinter die Wand auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du den ja in die Stacheln. Nee, hier. Von hier aus dich sehen. Vielleicht kannst du den in die Stacheln reinziehen.
Ja, komm mit den Stacheln, Mann. Ja, gut. Hier ist auch einer. Und einer, glaube ich, hinter der Kiste. Ja, hinter der Kiste, den sehe ich, ja. Ach, da kommt ihr wieder hoch. Ja, der eine liegt. Oh, ist Stefan gerade in der Küche? Ja. Ich habe mir mal Kaffee besorgt. Okay. Müssen aufpassen, die kommt von unten auch hoch. Warte, ich sehen. Ich hätte eventuell Kochtopfmäßig. Der kommt gleich hochgedachst. Ja, ja. Wenn er es schafft. Ja, da kommt er. Er rennt! Ja, aber er ignoriert mich. Aber dann fährt die Dame des Hauses. Haben wir jetzt alles geweckt hier oder was? Die ist aufs Gesicht gefallen. Nein! Oh, was soll ich jetzt? Mehr. Du musst Mund zu Mund machen. Ich muss Mund zu Mund machen. Okay. Oh. Ja, Mund ich hab noch Versteck hier auf dem Klo gefunden. Armbrustbolzen fliegen hier. Ja, da dürften meine Pfeile auch noch irgendwo rumfliegen. Ja, ich habe sie gerade mal alle aufgehoben, sonst hauen die nämlich wieder ab. Alles klar. Ich warte mal hier. Oh, das wird jetzt lustig. Gott sei Dank habe ich die Schaufel. Bist du da, Marek? Ja. Gott sei Dank habe ich die Schaufel gesagt. Ah, ja. Guck mal, da geht's zur Kiste hoch. Oh, ich glaube, irgendwas habe ich geweckt. Erst nach oben? Ja, ne? Oder? Nach oben kann ich ja nicht mehr sein. Ja. Na, wegen Loot holen. Müssen alle drei hoch? Nö, ich glaube nicht. Gut, dann bleib. Weil dann bleibe ich nämlich gerade mal hier unten sitzen. Essenskiste. Irgendwas Besonderes? Nö, nicht besonders. Halt Rüstungsteile. Passt auf, was ihr mir auf den Kopf schmeißt, ja? Ja, ist ja in Ordnung. Kopfscheiß? Auf Kopfscheiß. Ja, ja. So. Oh. Cowboy-Stiefel. So, bereit? Finde mehr Essen. Möchte noch jemand das Buch, das zweite Buch lesen, damit wir mehr Essen finden? Oder später. Ja. Der ist für Dosen. So. Müssen erst, mach am besten erstmal die Leute, die wo looten. Sitzt irgendetwas hinter der Kiste? Da links würde ich meinen, das ist auch was. Ach, da geht's wieder hoch. So. Ach, ich habe meine Schmerztablette oben gelassen. Ist gut. Tada! Jetzt sind wir aber gar nicht an diesen Zimmern vorbeigekommen, die wo abgeschlossen waren. Doch, waren wir auch drin. Ja, okay.
Gut. So. Ach, hier kann ich ja nichts wegen Händler. Mach ich am Auto dran. So, nächste Haus. Erst lassen wir leer machen und dann nächste Haus. Würde ich sagen, da kann ich nämlich gerade. Ja, wir haben ja eine Kiste auch draußen. Ja, ich gehe trotzdem gerade mal rein. Weil ich bräuchte eine Tablette. Ja, die hätte ich dir geben können, du. Ja, aber die, die du hast, die das ist halt oft allergisch. Ich hab extra welche verschrieben bekommen. Achso, das Haus hatten wir ja soweit auch schon gelootet, ne? Materialien sind ja überall teilweise auch vorhanden. So. Ja, dann. Da sind die Großen, da sollten wir vielleicht mit Waffen reingehen. Das Ding machen. Wollen wir dann hier rein ins Kleine? Bin da nicht blind? Ja. Beim Essen. War blind. Ich hab's wirklich jetzt zum fünften Mal nicht gesehen. So. So. Tür zu. So. Da ist ein Zombie. Nee. Bin kein Zombie. Soll ich mal aufheben? Aha. Ja, hier, in den Keller. Ich dachte, da kommt wieder was gar nicht. Apropos, ich habe gar nicht geguckt, ob hier in der. Nee, hier ist nur eine Mitte. Ich bin hier am Steine klopfen. Papier lassen wir erstmal, oder? Ist da was? Jo. Bleib einfach. Stand ich bei Marek auf dem Kopf. Hätte einfach nur stehen bleiben brauchen. Nein. Ey. Darf das auch nicht bei euch machen. Das machst du trotzdem immer wieder. Ja und? So. Sieh von hier schon ein Beinchen, kann das sein? Er blockiert dezent die Tür. Eins. Ja. Hi. Mann! Blöd. Bist du in die. Ach nee, da. Das ist die Tür. Das ist oder? Doch, Lebensmittel. Ah, wow. Zweimal Tee. Ich hab nichts gesagt. Hast du was gesehen? Nö. Da wächst Gras im Keller. Doch gut. Wieso bist du hier in dem Raum? Du wolltest doch mit Tana da durchgehen. Nee, hab ich doch nie gesagt.
Da steht einer mit Mut um die Ecke. Hier wächst Gras im Keller, habe ich ja gesagt. Tütsche ist vorbei. Schmetterblätter gefunden. Ja, das Graben ist der Stefans Lust. Ab ins Haus. Ab in den Süden. Ich mach extra Platz für euch. Ich sehe ein Cheerleader. Geh du mal, du machst mehr Schaden mit deiner. Im Schrank rechts. Die lebt noch. Lebt immer noch. Oh, sie kommt. Ah, da kommt noch einer. Oh, mit ihm. Ja, natürlich. Hat sich wunderschön hingelegt. Ja. Da steht Essen. Kaffee. Geil. Blaubeerkuchen. Kochtopf gefunden? Nö. Stefan hat sich auf dem Klo versteckt. Der muss mal. Da muss die Tür zu Stefan. Das ist direkt hier links ist der Schrank. Und? Einer. Jo. Ah, die treffe ich von hier nicht. Hängt der Bolzen irgendwo wieder fest. Jawohl. Noch mehr? Nee. Was habe ich denn hier? Kaffee. Ich lege mal ins Bücherregal zwei Bücher. Klingenkaffee. Ne? Hinter euch. Zwei Bücher ins Regal gelegt. Oh, Kunst des Bergbaus. Ja, Kaffee. Und Nachtkirsche. Ich nehme sie mal beide mit. Kann Marek nachher dann lesen. Naja, ich lese sie ja extra da mit rein, damit die jemand liest. Damit die nicht in der Tasche sauern. Damit wir mehr Platz haben. Mister. Wieso habe ich das Gefühl, dass da hinten ein Hund war? Ja, im blauen Anzug. Ich glaube, der... Hallo? Stefan, ich glaube, deine Hautfarbe steckt ab.
Da wollte irgendwo anders hin. Ich mach mal die Bilder. Der wollte ins nächste Schlafzimmer. Dort Kaffee. Frau wurde angeschossen. Mach mal die Tür zu. Ich hab wieder Kaffee rausgeholt. Oh, meine Pfeile. Sind ja noch da. Ach ja, der ist das ja hier. Als wenn du gerochen hättest, dass da keiner drin ist, oder? Da hinten ist immer einer drin. Ja. So. So, jetzt noch einen auf dem Kopf. Oder so. Dankeschön. Mein Pfeilchen. Jetzt gib mir mal mein Pfeil wieder, Mann. Und? Schaffst du es, Marek? Oh, Stefan. Oh, da rennt was. Wie der sich eingebaut hat hier. Du hättest ja reinkommen können und bist weggerannt. Welcher von denen war jetzt der? Ah, ich hab deinen Bolzen eingebaut. Welcher von denen war jetzt der, der gerannt ist? Ach, da oben ist noch einer. Irgendwo rennt hier noch einer. Hast du ihn? Nur draußen. Achso. Aber dafür hab ich hier noch zwei Bücher drin. Ja, lass mal. Mach ich mal. Ja, scheint wirklich draußen zu sein. Ach so, das ist dieses Rüberlaufen, ne? Ach ja, übrigens. Ready? Was deine Kochtöpfe betrifft. Ja. Meinst du drei Stück reichen? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. So. Sollen wir weiter? Jetzt schon? Ja, komm. Oder liegt eine? Na gut. Oh. Komm, schießt ab! Schießt ab! Selber. Entschuldigung. Nimm mal die Medikamente. Und die Working Tools. Eine Axt Stufe 2. War da irgendwas Interessantes drin? Ich hoffe immer noch auf den Hut. Alteisenhelm? Ja, auch. Ja, würde ich auch nehmen. Notfall. Hier oben irgendwas. Ah, da ist eine Tasche da oben auf dem
Die ist schon leer. Auf dem Dachboden? Ach so. Ihr seid draußen gegangen. Nein, ich war eben noch innen drin. Ich habe keine Frames mehr. Oh. Ich auch nicht. Müssen wir die wohl hier lassen. Schade, schade. Erstmal Frames bauen. Und? Ja, ratet. So. Gar nichts. Gar nichts. So. Dann hat sich das ja gar nicht rendiert. Kann man hier nicht irgendwo. Ja, aufs Vordach, ne? Wo ist die? Doch, genau unter uns. Ja, die ist reingerannt. Die ist schon drin. Hallo? Bist du ganz unten oder was? So. Okay, da ist nicht. Würde ich sagen, gleich ins nächste, wa? Wo bist du? Ach, da bist du! Das ist diese Betemark, ne? Wir könnten hier, glaube ich, die Samen erstmal einpflanzen. Die hat mir ein Level abgebracht. Ja, geht's nicht. Danke. Hier können wir die Samen erstmal reinpflanzen. Meinst du so Kürbissamen? Zum Beispiel. Und hier ist auch überall Beet. Da könnten wir unser ganzes Zeug erstmal reinpacken. Okay. Ich hab die ersten zwei Kürbisse eingepackt. Ja, oder? Könnte man tun. Oh, dann können wir eine Kürbislaterne machen. Ja. Ja, wir können deine Kürbis als Laterne machen. Wir können eine Kürbislaterne machen. Hier rein. Da ist Licht. Aber die Tür ist doch zu. Das war doch bestimmt. Ich hab das Licht. Ich auch. Oh Gott, wir müssen über das Loch da hoch. Ja dann. Durch dieses Loch. Nach ihnen. Die kommen. Zurück! Ach, das aus! Da sind doch überall Bomben. Die rennen doch alle durch die Bomben, meine ich. Ich habe keine Bomben gesehen. Hast du welche gesehen? Ja, der Hund ist so durch die Bombe gelaufen. Okay. Aber da kommt jetzt trotzdem. Vorsicht, Marek! Ja, super. Lässt du mich erst hochklettern, Klatzi. Der Hund ist durch eine Bombe gestorben. Das ist doch hier wie so ein. Pass auf, da sind bestimmt noch welche. Ja, deswegen. Ich muss ja hier graben. Ich muss hier graben. Gibt's Fütchen? Ja. Gibt's Fütchen? Besonders wo du gerade stehst und wo du den Hund abbaust. Der Hund liegt bei mir vor Stefans Füßen. Ja. Das ist nicht mein Problem. Ne, hier lag irgendwo eine Bombe, da ist der Hund rein. Wahrscheinlich doch keine mehr zu liegen. Das stimmt, das ist nur ein kleines Haus, ne? Bei dem größeren Marek, da liegt ja hier der ganze Gang voll mit Bomben. Ja.
haben wir denn hier? Zwei Betten. Mehr sehe ich nicht. Ist dahinter noch ein Rucksack oder so? Da ist die Tür offen. Und mehr sicher auch nicht. Komm, lass uns mal das Papier weghauen, dann sehen wir noch mehr. Sehen wir ein Meer? Dann sehen wir einen Zentimeter mehr vom Zimmer. Also hier ist ein Sessel. Ja, da ist uns nichts. Da ist keine Tür, glaube ich. Doch, doch. Nein, hier auf der Seite, wo Stefan jetzt hingeguckt. Nee, das habe ich auch nicht überhaupt. Stefan, kannst du ein Stück. Machen wir jetzt die Bremer Stadtmusikanten? Da ist Stefan drin. Was ist noch? Da ist was in dem Schrank drin. Was denn? Ich nehme das eine, das andere kann Marek haben. Achso, Tana. Ich weiß, dass du zwar nicht drauf stehst. Ja, da hatte ich doch gerade schon. Achso. Marek hat, glaube ich, den Helm auch noch, ne? Ich hab einen Helm. Oh, auf, ja. Ja, gib mir den mal bitte. Ich muss mal einen anständigen. Also. Stefan. Ja, kann ich ja immer. Ja. Weil du so gern buddelst. Oh, danke. Weil du so gern buddelst? Ja, ja. Ja, diese Totengräbermod, oder wie die heißt. Dass du mehr abbauen kannst. So, ja, ich skill das ja. So, bereit? Warte. Kann ich jetzt das Ding endlich mal da reinsetzen? Nö. Auch auf den Dingshelm kann ich die Mod vom Bergbauhelm nicht draufsetzen. Tana? Ja. Das ist der Bergbauhelm mit der Helmlichtmod. Ah! Ja, ich bin ein bisschen Trottel. Lauf, lass uns einfach gehen. Okay, hier ist ein Schrank. Geh raus, mach die Tür frei. Hinter der Theke sitzt einer. Da hinten ist auch noch ein Schrank. Ja, bitte. Hau mir auf die Fresse. Kostenrichtig. Oh. Sie hat was geweckt. Alter! Au! Mann! Ist hier auch noch einer drin? Nee. Nee, ist versteckt. Ey, ein Schlag! Und, ja. Ne? Kriegst du so richtig ein... Rein. Ah, ich hab die erste schwarze Farbe gefunden. Alter, hier ist wieder so ein Rucksack in der... Ah, ich hatte gerade... Ja, nein, ja. Paprika. So. So. Hier warst du schon drin?
Ja. Lauf doch mal weiter. Hallo, ich will hier noch durch. Ich habe einen Safe gefunden. Na, also, Schloss Knackaranda. So, Moment, lass dich raus. Na gut, dann blinde ich. Ja, Moment. Moment. Oh, vielleicht kriege ich auch einen, die sich das hin. Oh. Wow. Das war ein schönes drin. Noch ein Messer und ein Knüppel, Holzknüppel, beide Stufe 2. 7 wow. Stahlschlagringteile, 10 Robotikteile, 2 Handwaffenfeuerteile und 8 Maschinengewehrteile. Ja, hier, schaut mal die Kiste rein. Na, hey, Donnerbüchse, ja. Ja. Also. Ich geh wieder. Ich nehm davon nichts. Ich guck gerade, ob ich was zu essen in der Tasche habe. Einer von euch was zu essen? Nein. Ja. Ja, nein. Hab ich. Leeres Waschbecken. Danke. Bitte. Ja. Na dann, weiter? Können wir hier das Fenster irgendwie aufkloppen? Hallo. So, machen wir mal ein Steinchen vorne an. Vor allen Dingen Steinchen, ne? Ja, mach ein Steinchen. Wie das Schweinchen. Erst Tasche leer machen? Ja, ne? Und hier gerade mal markieren. Was? Habe ich vorne eine Straße schon. Wenn du nach links schaust. Wegpunkt. Ach so, Beete. Türmchen. Beete. Und das teile mir am besten jedem. Scrap gerade ein paar Sachen, damit hier reinpassen. Lagen vom Lagerstar und hatten die Pest an Bord. Machst du schön. So. Also die 5 Kochtöpfe kann ich ja Scrap Master sagen. Nein. Die sollst du nicht scrappen, die sollst du beim Händler verkaufen. Ah, okay. Meine, die kann ich verkaufen. Ich habe mir mal die Schuhe in der Größe 3 genommen. Was könnte ich da jetzt reinlegen? Glaube nichts. Oder? Doch, ein paar Sachen gingen da rein. Keine Ahnung, was alles. Aber irgendwas ging rein.
Da. Ach so, jetzt weiß ich schon. Ja. So, da mache ich noch mal ein paar Federn, bin ich fertig. Ein paar Pfeile meine ich. So. So. Wo sterben wir jetzt? Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt daneben das Haus wieder rein, wa? Gut. Machen wir das erstmal, weil nach links und rechts sind überall größere Gebäude, glaube ich. Ich glaube. Nee. Ja, aber größere Gebäude geben auch größeren Loot. Dann kriegst du statt 2 leere Gläser, kriegst du 4 leere Gläser. Hm. Oh. Stefan, ich habe, glaube ich, einen Toten geweckt. Ja. Ah, das ist krabbelt da, Tote. Wo krabbelt das? Da, hier im ersten Grab. Ja, bei dem Pfeil und das Rückenmark. Da kommt er. Ne? Ja. Ach, jetzt muss ich mir die auch noch bücken, oder was? Kommt da nicht dran. Ja? Ja? Es ist tot. Wunderbar. Sind da keine Särge drunter? Hm? Ach, da lebt ja noch einer. Ach, da würden wir mit 3 Leuten da drauf rumhacken und die. Ich hab eben gerade gedacht, jetzt haut er mir auf die Fresse. Wäre doch gut gewesen. Ja, Marek. Lieb dich auch. Er sagt, dass es mich nicht trifft, ist also okay. Ein beschädigter Lehrer Wild West sagt. Okay. Moment, hast du jetzt ja auch gelootet? Oder war der bei dir schon leer? Stefan. Der war leer, der war leer. Der war leer. Vielleicht. So. Doch die Gräber ausheben. Oh, ist ein schöner Ort, um sich auszuruhen. Ich habe gar keine Schaufel. Aber dieser kleine Friedhof ist doch neu, oder? Mhm. Das war halt immer so eine Karenzmänner. Oder überhaupt nur normale Gräber ohne Friedhof. Toll, jetzt muss ich mich hier hinsetzen. Ja. Ich glaube, da ist nicht mehr viel, oder? Hm. Ja, diese komische Kante ist ganz irgendwie. Ich weiß nicht, zu looten. Ich lauf mal um die Kirche rum. Ach, da hinten ist ein. Ach, das ist ein. Offener Sarkophag. Ja, das sind so komische. Ist aber auch neu, ne? Oh, da drüben ist Besuch.
So offen kannte ich die noch nie so. Oh, ich habe braune Farbe gefunden. Wunderschön. Ja. Farbe ist, Stefan, oder ob das vielleicht so vergammelt ist. Sah richtig kackbraun aus. Ja. Junge! Ja, natürlich. Ich jetzt fliegen. Schnell meine Pfeile einsammeln, bevor Stefan den komplett zerlegt. Ja, dann. Erstmal hochheilen. Erstmal hochheilen, gut. Ich glaube nicht, dass Stefan selber auch noch was bei hat. Ich habe noch eine Schmerztablette, wenn ihr möchtet. Nee. Wenn ich jetzt wirklich drauf gehe, dann gehe ich drauf. Ich hab Hunger. Dann rein da. Wenn sie wirklich drauf gehen, dann gehe ich drauf. Ja. Oh, hallo. No. Au. 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 Sag mal. Stefan, noch weniger Leben geht nicht, oder? Doch. Ich bin bei 2 HP, also. Komm, Stefan, jetzt kriegst du eine Schmerztablette. Hier. Ich hab eine dabei. Ich hab eine. Nimm sie nicht, Marek. So. Schluck sie. Hast du gesehen? Ja. Trinkt sogar Wasser. Was so fein. Ist auch so ein offener Wildwest-Sarg heißen die Dinger. Ja, jetzt heißen die Wildwest. Der irgendwie? Die sind aber neu. Also in dem Sinne neu. Ja, die sind wirklich neu. Aufmachen? Ja, das ist keine gute Idee, Fett zu essen, die Gesundheit reduziert, wenn man sowieso schon wenig Gesundheit hat. Kommt die mehr drauf an? Ich glaube, die prügeln sich gerade durch die Außentür. Marek! Marek, mach mal wieder alles kaputt! Marek! Oh, ich weiß, wo die sind! Deswegen bin ich auch runtergefallen. Anders. Wollen wir ihm helfen? Oder das ist schon wieder rum. Also. Deswegen bin ich auch runtergefallen. Aber das habe ich noch nicht erlebt. Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Okay. Stefan auch. Die Freunde kommen. Ja, ich habe mich hochgebaut. Aha, okay. Und schieß von hier oben mit Pfeil und Bogen. Soll ich aufmachen? Warte, Marek, das ist ein bisschen übertrieben. Leute, noch ein bisschen weiter, sie sind durch. Dann brauche ich nicht mehr aufzumachen. Mach da am besten Frame vorne vor, dann können wir die hier schieben. Ich habe jetzt keine Frames. Vorsicht! Oh, die kommen ja gleich zu dritt. Ach, du hast es eilig. Denk dran, dass hier in der Mitte des Raumes ein Loch ist. Das kannst du so einen Vorteil ausnutzen. Runterspringen wir hochklettern. Der hat's eilig. Keine Ausdauer. Splittern meine Pfeile ansonsten. Das sind noch. Ach, von draußen prügelt sie auch. Ich
Mein Bogen hat Ladehemmung. Ach, mein Bogen ist kaputt, deswegen. Ich lebe noch. Ich auch. So, und damit Tana sich die Spieler beschwert. Wieso? Noch eine Schmerztablette geschluckt. Oh, ich habe eine Suppe gefunden. Halleluja. Ich glaube, wir, das war es noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich denke, dass hier irgendwo noch hinter irgendwelchen Dingern da was ist. Weil hier liegen ja auch jede Menge Särge. Ah, Cola, wo bist du? Okay. Ja, hier sind überall Särge. Da muss doch hier ein Vampir sein. Immer nur Zombies, glaube ich. Ich habe was Wichtiges gefunden aus dem ganzen Spiel. Kochtopf? Nein, einen Pinsel. Wir können malen. Oh, please, no. Aber ich habe auch einen gefunden. Jetzt ist keine Hauswand mehr sicher. Boah, Stefan. Jetzt wird gepinselt, bis die Spade kracht. Es wird gepinselt. Ist ja auch was. Was Särge. Dürfen wir eigentlich Marek da so großartig mit rumlaufen lassen? Womit? Naja, nicht, dass er hier nochmal irgendwo durch den Boden kracht. So, ich würde sagen, lass uns wieder rausgehen. Nächste Haus. Jetzt will noch eins mitnehmen, bevor Feierabend ist. Oh ja. Ups. Ups. Ja, und jetzt wieder runter. So. Markierung. Dem Häuschen waren wir schon, ne, oder? Ja. Ja, da hier eine Markierung steht, ja. Dann gucken wir doch mal, was wir hier links. Ach so, das ist dieses große. Das ist die große Villa mit Garage. Da ist Grace. Sollen wir das hier nehmen? Schaffen wir das in der Zeit? Ja, ne? Sollten wir schaffen. Das jetzt schaffen wir, glaube ich, in der Zeit, ne? Dann müssen wir, glaube ich, vorne rein. Aber wir sollten ja vielleicht vorher Madame machen. So, alle da? Nee. Wo ist der Herr Marek? Ach. Der läuft ganz gemütlich. Er hat ja alle Zeit der Welt. Ja, dann. So. Ist es das mit dem kaputten Boden? Nee. Nee. Oh, da ist noch ein Kronleuchter. Das macht mir Sorgen. Wir sind, glaube ich, immer nach rechts zuerst gegangen, ne? Mache ich doch hier mal was rein.
Dann gehen wir erst nach rechts. Erst nach rechts oder erst durch die Tür? Wir können auch gucken, was hinter der Tür ist. Okay, die Tür schlossen. Ja, dann. Hier ist aber auch rechts eine Tür noch. Aus wie ein Badezimmer. Mit einer wunderschönen Tapete. Und einer gefüllten Badewanne. Mm. Ach stimmt ja, das ging ja von hier aus in die Garage. Ne? Oh, hi. Oh, eins, zwei. Ey. Au. Ich! Nein! Mein Gott! Wo prügelt denn da schon wieder jemand? Ach so, Blut kann man ja nicht mehr essen. Oh, das wäre aber fast eine. Wo haut denn hier einer gegen? Es war die kranke Schwester. Ach, Madame. Herr Doktor, die Schwester hat Kopfschmerzen. Ach so, oder was? Okay, das ist hier die verschlossene Flurtür. So. Oh, ich muss gleich nochmal hin. Ich sehe gerade schon wieder die Tauben Richtung meinem. Das rechts die Tür. Das ist ein Loch in der Wand. Und da ist noch eine. So. Oh, da ist jemand drin. Okay. Au! Ich bin glaube ich gleich zu Hause. Oh mein Name. Ich muss mal eben. Danke. Ich muss mal eben Pillen nehmen. Da nichts, ne? Okay. Ist hier was drin? Jo. Nein! Ich hab wieder nachgeschlagen. Tana immer freundlich war, wenn sie ihre Pille nahm. So. Okay, da ist auf jeden Fall einer drin. Da sind zwei drin. Problem ist, ich habe keine Lust dahin zu laufen, weil gegenüber genau noch so ein Schrank ist. Ja, natürlich. So, willst du den nächsten Pull? Ich den.
Wenn ich das nicht... Alter, diese Ladehemmung. Ja, oh, der sitzt im Kopf. Wurde getroffen. Ja. Nochmal. Immer noch kein Headshot. Oh, oh, oh. Mein Bogen lädt nicht. Scheiße immer. Was soll denn das? Da ist einer drin. Im hinteren Schrank ist einer. Marek, vielleicht kannst du den von hier aus treffen. Mein Pfeil ist an Stefan zerfallen. Zerschellt. Ich habe übrigens pinke Farbe, wenn man möchte. Diesmal nicht. Hallo. Ich glaube, diesmal hau ich mal auf. Ja, ja. Kommen wir da eigentlich nicht so dran? Ach, das ist das Ding. Nö. So. Dreckswäsche habt ihr mitgenommen, ne? Pack mal mein Knüppel aus. Waren wir eigentlich in der Garage drin? Nö. Normalerweise geht man ja von hier aus, von der Etage, glaube ich, auch noch in die Garage, ne? Hm? Na, komm, das weiter. Wir haben sowieso noch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, da kommt ein Freund. Du hast es eilig, oder? Nein, beide haben es eilig. Ja? Der hat's irgendwie auf dich abgeschossen. Ah, Marek! Okay. Ich hab andauernd Ladehemmung, aber wahrscheinlich nicht keine Ausdauer. Ach, du auch nicht. Nee. Ich muss, glaube ich, mal was essen. Marek nicht mehr. Ich habe übrigens einen Strahlungsentferner-Mod gefunden. Ja, bringt momentan noch nichts. Ich hab da mal ein paar Frames beigesetzt in die Seite. Normalerweise war ja hier immer alles zu, ne? Ist da versteckt runter? Ne, das Ganze. Ach Gott, hier ist ja nur das Schreibtisch und das andere Zimmer. Ich weiß gar nicht mehr, welche Seite wir lang mussten gleich. Also in.
Okay, hier liegt halt noch eine Handtasche, ja. Die leere, super. Ja, dann müssen wir andere Seite. Ja. Nicht durch das Stacheldraht. Ich mach mal sicherheitshalber die Tür. Die kann ich gar nicht zumachen. Nee. Könnten wir höchstens Frames vorsetzen. Okay. Ja, hier müssen wir eh raus dann. Das Himmelbettchen, ja. Ah, genau, da oben ist ja der. Da oben ist der Loot, wo wir da klettern mussten. Lass uns mal. Weil wir haben 10 von 9. Warte. Ich spring da nicht. Weiß ja nicht, wo Marek steckt. Der kommt gerade. Ja, die Außenbar habe ich leer geräumt. Gibt ja? Nichts mehr. Nicht, gibt nichts mehr. Ja, so einen Kaffee hätte ich noch anzubieten. Gerne. Ja. Guck mal nach oben. Lol. Da war sogar Essen drin. Das ist schön. Kann ich noch. Ist da noch Schnitzel drin? Ein Gasgrill nicht, aber ich leg dir da jetzt was zum Essen rein. Vorsicht, dahin, wo die Fackel ist, müssen Zombies sitzen. Ich hab dir im Gasgrill was reingelegt. Dankeschön. Ich direkt reingepfiffen. Lass mich raten, du bist zur Tasche und zurück. Ja, nee, doch nicht. Nee, ich dachte, es geht schneller. Und dann... der Herr mit blauem Hemd. Oh, ich habe eigentlich auf deinen Kopf gezählt. Gezielt. Wie viele Pfeile habt ihr denn eben gerade abgeschossen? 2. Marek, glaube du einen, ne? Mhm. Kam mir eben gerade vor, als ob ihr eben 6 abgeschossen hättet. Wurde gerade von Marek überholt. So, doch, hier sind. Oder waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Gleich weiter, wa, Marek? Ja, da vorne ist ein Kronleuchter. Wieso habe ich keine Lust, noch weiter hochzugehen? Hier ist Essen. Weiß. Weil wir nicht wissen, was da oben passiert gleich. Oh Mensch. Hier ist ja die Bibliothek gleich. Ja, ja. Normal oft sind wir ja übers Dach noch weitergegangen. Boah, leck. Warleck? Nein, leck. Das war's ich immer. Ich gehe mal wieder. Wir können nur, warte mal, weißt du was? Ich bin jetzt zur Hälfte drin. Ja, ich will ja gucken, was oben drauf. Huch. Stefan aus dem Kontext reißen. So, was ist denn da oben? Stefan, renn! Oh, renn! Ticker! Ich verkrieche mich. Aua! Ja, das ist richtig. Oh! Au!
Au! Jo! Habt ihr mir eine gewischt? Marek! Komm, ihr habt noch Zeit. Ja, wir haben uns gerade hochgebaut. Ja, das meinte ich ja. Ihr habt noch Zeit. Gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, dass ich da wegschlafe. Soll ich noch loslaufen? Ja, kannst du es. 4 Minuten, 3 Minuten bis 10. Ja, wenn du möchtest, kannst du die Kisten draußen ja leer machen. Wir versuchen dann irgendwie hier. Komme ich an den Typen nicht ran. Was ist jetzt bei dir gut? Ist er tot? Ja. Halleluja. Waren da noch mehr? Ich glaube nicht, ne? Übers ist draußen. Ja, draußen ist ja nicht so wild. Können ja hier. Oben schon und gelootet? Nee. Ich weiß nur hier unten das Buch. Tasche und Bücherregal hast du hier oben, ne? Tasche und ich hab. Nur vorne, ich hab grad draußen das Ding noch. Ich weiß, ob hier noch irgendwo was anders ist. Nee, Hütte ist alles. Safe zu machen. Ich hab hier mal für uns. So, auf jeden Fall, meine Lieben, wir werden jetzt, denke ich, trotzdem die Folge dann beenden. Und Marek und ich werden versuchen, hier irgendwie rauszukommen. In der Nacht. Ne, Marek? Ja. Das Kommen ist ja nicht das Problem. Das Überleben. Ja.
Ja, wir haben ja jetzt hier die. Oder wir sitzen das dann hier aus, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall schauen. Wir danken euch fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.